When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better. So, wir sind Kürbisse weit und breit. Ja, wir wollen jetzt hier ein paar Fotos machen. Aber hier gilt auch so Mundschutzpflicht. Ja, mal schauen, wie wir das jetzt machen. Wir sind gerade am Überlegen. Eigentlich haben wir ein so Heuballen gesucht, aber die haben wir nicht gefunden. Aber dafür haben wir was viel Cooleres gefunden. Ja, jetzt kann man das nicht mehr so gut sehen, weil es ist dunkel geworden. Da ist nämlich ein ganz, ganz schönes Sonnenblumenfeld. Aber unsere Schuhe sind jetzt so dreckig. Ja. Meine sind noch dreckiger. Aber ich habe Sneaker mit. Ich muss mich jetzt einmal umziehen. Es ist auch schon richtig dunkel geworden. Aber wir haben so schöne Fotos. Na, wir haben so schöne Fotos. Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir essen. Wir haben Hunger. Happa, happa. So, ihr Lieben, wir haben jetzt lecker gegessen. Wo sind wir? Beim Mongolen. Und, hat's geschmeckt? Ja. Jetzt essen wir noch eben Nachspeise. Und danach geht's nach Hause. Wir sind doch durch für heute, ne? Es war so windig. Aber es war schön. Also wir haben echt schöne Fotos wieder gemacht. Und nicht nach Hause. Good morning. Heute ist Donnerstag. Ja, wir hatten gestern einen schönen Tag mit Ermin. Wir hatten ja das Shooting auf dem Kürbishof. Das war voll schön und da waren auch ganz viele andere Blogger, die dann ja, sich auch dahin gestellt haben und Fotos gemacht haben vor dieser Kürbispyramide. Und manche haben gefragt, wo das ist. Das war in Essen, Kettwig. Und der Hof heißt Buchholz. Bauernhof oder Buchholzhof, irgendwie so. Und die hatten da auch einen ganz großen Laden mit frischen Sachen. Das war sehr schön, der war auch sehr, sehr gut besucht. Und da haben wir uns Wein mitgenommen, diesen Federweißer. Den zeige ich euch gleich noch. Aber einen Kürbis habe ich jetzt nicht mitgenommen. Irgendwie hatte ich da auch keinen Nerv mehr zu. Also es war gestern echt sehr, sehr windig. Ich hatte ein Kleid an, mein Kleid ist die ganze Zeit hochgegangen. Ich musste echt aufpassen, dass man da nichts sieht. Und es war aber auch so schwül. Also auf einmal kam die Sonne raus, weil morgens hat es ja geregnet, hatte ich euch ja gezeigt. Und danach kam auf einmal die Sonne raus und wir hatten aber Top-Wetter für Fotos. Und die Fotos sind aber so schön geworden. Ja, danach sind wir da weg und dann haben wir noch so Heuballen gesucht, damit wir da so noch auf dem Feld mit Heuballen Fotos machen. Aber irgendwie haben wir keine gefunden. Ich weiß auch nicht, ob es die eher zu bestimmten Jahreszeiten gibt. Ich kenne mich nicht aus so mit Feld und Bauern und was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir dann darüber gesprochen, oh, es wäre so schön, mal so ein Shooting zu haben in einem sag schon, Sonnenblumenfeld. Dann haben wir so gesagt, ja, die Zeit ist aber jetzt vorüber, ne, weil Sonnenblumen kommen, also kommen ja so im Sommer und irgendwann ist ja auch die Zeit vorbei. Dann fährst du da an den Sonnenblumenfeldern vorbei und da hängen die Köpfe und die sind doch teilweise schon kaputt. Und auf einmal sehen wir voll das schöne Sonnenblumenfeld. Wir gucken uns so an, wir so, geil, Jackpot. Ey, wir haben so viele Fotos da drinnen gemacht. Es war echt schön, es war echt schön. Das Wetter hat mitgespielt, der Himmel war schön, also die Uhrzeit war gut, so 18, 19 Uhr. Der Himmel war schön. Ja, auf jeden Fall echt schön gestern. Danach waren wir noch essen beim Chinesen. Ermin hat mich eingeladen, weil ich die Fotos bearbeite. Der meinte, ja, du machst die ganze Arbeit, komm, ich lade dich zum Essen ein. Also haben wir noch chinesisch gegessen, also beim Mongolen. Ja, und dann bin ich nach Hause. So war gestern mein Tag. Ja, ich creme jetzt den Arm ein. Der juckt richtig. Boah, der macht mich richtig kirre. Aber ja, so sieht mittlerweile mein Tattoo aus. Und die anderen. Ja, meine Lieben, so sieht's aus. Also ich bin heute ein bisschen im Stress.
sieht man mir vielleicht jetzt noch nicht an. Wir haben nämlich schon 10:30 und ich fahre ja heute nach Leipzig zu Miguel und das sind 470 Kilometer. Ja, das sind ja auch 5 Stunden ungefähr. Ich hoffe, ich habe keinen Stau und ich hoffe, ich komme halt gut durch. Dann sind das ungefähr 5 Stunden, aber ich muss auf jeden Fall noch den heutigen Vlog bearbeiten, hochladen. Ich muss noch packen. Ich habe da hinten den Koffer jetzt hingelegt. Muss halt gleich noch packen und ja, mich fertig machen. Nochmal baden, Haare waschen. Und dann fahre ich los. Ich nehme euch aber auch mit und zeige euch, ja, was wir da so machen in Leipzig. Bis gleich. Wir haben gestern von diesem Kürbisbauernhof noch Federweißer geholt. Und seht ihr das? Der sprudelt weiter. Das ist so ein halbgegärter. Der gärt hier weiter in der Flasche. Irgendwie so hat mir das der Ermin erklärt. Gestern habe ich schon eine Flasche aufgemacht und probiert. Ich habe nämlich hier einmal diesen rosanen, also diesen Rosé mitgenommen. Den wollte ich heute mitnehmen und ja, dem Miguel schenken. Ich fahre ja heute zu Miguel. Und ja, dann haben wir hier noch einen dunkleren und einen hellen Federweißer. Und ja, den habe ich gestern probiert. Der war wirklich sehr, sehr lecker. Und guck mal, ich habe von Meckes vorgestern diese Gläser geholt. Also die gibt es ja im Menü. Es gab die Regenbogengläser nicht mehr. Ich dachte, die wären rosaner. Also die sind ja gar nicht so rosa. Die sind fast durchsichtig und nur unten so ein bisschen rosa. Voll die Verarsche, Meckes. So, ihr Lieben, jetzt werde ich noch schnell meine Grüße los. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich werde hier dieses Video danach den Grüßen auch cutten und hochladen. Es kann sein, dass es dann aber auch keine 20 Minuten lang ist. Aber dass ich wenigstens etwas für heute habe. Ja, dass ich ein Video für euch heute habe. Und dann weiß ich auch nicht, wann ich wieder hochladen kann, weil... Ich denke mal, dann kommt Sonntag oder Montag wieder was. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, vloggen in Leipzig. Oh, mein Auge juckt gerade, sorry. Aber ich kann da ja nichts hochladen, deswegen werde ich das ja dann sammeln und dann erst später hochladen. So, jetzt geht's los mit den Grüßen. Ihr hattet nämlich unter meinem vorgestrigen Video kommentiert, wer alles gegrüßt werden möchte. Ich grüße die liebe Lisa. Kokosnuss 8485, die kommentiert auch immer. Vecindario, Vecindario, meine Süße, kommentiert auch immer. Monique K., Svenja Roman, Regina Kaiser, Beate Maulshagen, kommentiert auch oft. Susi Sonne kommentiert auch oft. Also manche von euch bleiben mir im Kopf, weil ihr halt immer kommentiert. Es kann sein, dass ich jetzt den einen oder anderen übersehe. Miri Regnat, The Reality Hartz IV TV, Konsti G., Dankeschön, meine Süße. Adi Möller, Simolein, Sania Useni. Ja, du hattest mein Ocean Support Set gewonnen. Katharina Lang, Nika Winter, Yvonne R., Nicole 3, Jenny Curtis. Dimitra K., sie ist auch eine Griechin und ich grüße Dimitra und ihre Schwester Maria. Vielleicht Apolla, Bulushirotismus, Fredisto. Mona X., Corinna Kubach, ja, meine liebe Conny, ich hab dich so lieb, du kommentierst auch immer. Martina Tanja, Manuela Rupp, Dagmar G., Sntnte. Nalan aus Frankfurt, sagen wir mal so. Regina Kühne, hatte ich schon gesagt, glaube ich. Netta Antonetta, Inge Hasiber, Elena Bremer, Silvia S. Lisa H., Maria Akcan, Svetlana Manolovic, Niki, Silvia S., Dani Paar, Kirsten Mu, Nicole Gilan, schöne Grüße, Elli Saridu. Vielleicht, ja. Melek Özdemir. Nicole Jilan hatte ich, glaube ich, schon. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L. Schöne Grüße, sehr einfallsreich der Name. S. A. Anja Weiß. Oh,
Dann geht's wieder los mit der Stimme. Katrin S., Steffi E., Anita Hassler, Daniel Maletzki, kommentiert auch immer unter meinen Videos, Eleni Manuschalki, kommentiert auch immer unter meinen Videos, vielleicht Kapola, Annette H., Blerta Mu, Muka, Blerta Mukatsch. Verzeiht mir bitte, wenn ich es falsch ausspreche, den einen oder anderen Namen. Melli on Tour. Danke auch für deine lieben Worte, Melli. Biene Steiner, dir danke ich auch für deine lieben Worte. Und du schreibst, du machst gerade eine schwere gesundheitliche Zeit durch. Egal was es ist, ich drücke dir die Daumen, ich drücke dich ganz doll. Und ja, ich hoffe, dass es ganz, ganz schnell vorbeigeht. Anja Beisert, Mona M., Mimi Barzen, Ina G., Mona M. und Schmusesuse. So, das waren die Grüße. Und ja, meine Lieben, ich glaube, ich cutte dieses Video hier, damit ich, wie gesagt, das jetzt auch gleich hochladen kann. Und alles andere, wie ich, ja, wie ich mich jetzt fertig mache, packe, losfahre, was weiß ich, das kommt dann alles Sonntag, Montag. Kommt drauf an, wann ich das schaffe zu bearbeiten. Ja, ansonsten folgt mir auf Instagram, nikis_beautyworld. Wer mich da noch nicht hat, der könnt in meinen Stories sehen, ja, was ich so mache in Leipzig, wo ich bin. Wir treffen uns ja dann auch alle in Düsseldorf mit den anderen. Es wird schön, ich freue mich total drauf, die alle wiederzusehen. Und ja, meine Lieben, habt euch mega doll lieb. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Let the old be dead, let the shadows be my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you.